Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, das einmal öffentlich zu machen. So. Dann haben wir uns aus den Augen verloren, dann kam die Wende. Und der Zufall wollte es, dass wir dann in Berlin wieder aufeinander gespült wurden. Und zwar in einem Seminar für wenig erfolgreiche Bands. Den genauen Titel weiß ich nicht mehr, aber so in die Richtung ging das. Das war eine nicht ganz billige Schulung von einem Amerikaner oder Holländer, Pavel Kurtichek. Und in dieser Schulung ging es viel um Selbstbild, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und eben um musikalische Projekte. Und jeder musste dort von seinem musikalischen Projekt berichten. Und dann haben wir versucht, da Optimierungsvarianten zu finden. Die Luberts hatten eine Band, die hieß Kings of Soul and Rollness. Das lief nicht sehr gut. Stefan Schramm und ich, wir hatten eine Band, die hieß Kräuter der Provinz. Das lief auch nicht sehr gut. Und Möhre hatte eine Punkband, die hieß Gold, Weihrauch und Möhre. Das lief auch nicht so gut, weil wir alle musikalisch fehl am Platze waren. Es war so, dass wir unseren musikalischen Mutterboden noch nicht gefunden haben. Und dort in diesem Seminar, wir saßen alle im gleichen Boot und im gleichen Seminar und haben dort versucht, das zu finden. Und es hat sich für alle Beteiligten gelohnt, besonders für euch, denn sonst wären heute die Leute nicht hier. Cogito ergo sum, die Würfel sind gefallen. Ich weiß nicht, wer dieser Jury ist, der diesen Preis vergibt, aber ich glaube, dass es ein sehr weiser Mann ist, denn diese Entscheidung, die finden wir gut, ist sehr gut. Meine Damen und Herren, für besondere Leistungen in der Musikkabarett-Saison 2009-2010 wird heute Abend jemand ausgezeichnet. Der MTV Music Award. Der Thüringer Kleinkunstpreis in der Sparte Abendfrieden geht an das Glasblas-Singquintett. Ich rufe euch zu, so wie es in meiner Heimat Brauch ist, wenn jemand etwas ganz Großartiges vollbracht hat. Männer, Glückwunsch! Wir rufen gemeinsam. Männer, Glückwunsch! Da freuen die sich. Ich darf den Preis nicht selber überreichen, das wurde mir aus motorischen Gesichtspunkten gesagt. Aber ich habe etwas mitgebracht. Die bekannte Band Zärtlichkeiten mit Freunden möchte euch einen goldenen Gruß überreichen. Wir haben uns ein bisschen umgehört, so im Publikum bei euren Konzerten. Und da wurden Stimmen laut, dass die Leute sich während eurer Konzerte einen Bass unterm Arsch wünschen. Und wir möchten euch gern einen Bass schenken. Es gibt verschiedene Bässe, konventionelle Bässe mit 4 Saiten, es gibt welche mit 5 Saiten, welche mit 6 Saiten. Und wir haben einen besonderen Bass mitgebracht, einen ein 6-Liter-Bass. Da muss man etwas Mumm haben, damit man sich keinen Asti hebt. Ein kleiner Wortspaß. Wenn ihr das zügig, aber paritätisch austrinkt, es sind 6 Liter, da kann auch euer Techniker Jörg Lubert mittrinken, dann bin ich guter Dinge, dass da schon der Großteil eures nächsten Programmes entsteht. Zumindest die Pause. Ich bin stolz auf euch. Ich möchte mich bedanken und nun den regierenden Bürgermeister der Stadt Meiningen, Herrn Kupitz, bitten, die Urkunde zu überreichen. Zeit läuft.